zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich glaube, nach so einem Kampf, ne, ist jeder Trainer zufrieden und das ist bei mir auch so. Habt ihr mit so einem frühen Ende gerechnet? Nein, gerechnet nicht, aber ich weiß, dass er in den Fäusten hat und er kann jeden Kampf mit einem Schlag entscheiden. Woran habt ihr gearbeitet, dass dieses Rematch diesmal so eindeutig entschieden wurde? Ja, ganz einfach an seinen Fähigkeiten. Die haben wir probiert zu verschärfen, zu verbessern und ich glaube, das kommt man sehen heute. Das ist einfach das einfache Rezept. Was kommt als nächstes verteidigen? Habt ihr irgendjemanden in Aussicht? Ja, vielleicht Vincent Feigenbutz. Wäre auch eine gute Nummer. Ja, die Freunde, die Leute würden sich darüber freuen. Ja, wir uns auch. Alles klar. Noch einmal kurz zu dir. Du hattest die Tage schon in der Presse. Du hast die Möglichkeit, um die IBF Schwergewichtsweltmeisterschaft zu boxen. Wolltest du bis zum 22. solltest du entscheiden, ob du das mitmachst oder nicht? Ja, im Prinzip schon. Aber ist doch klar, wenn man so einen Kampf machen will, dann muss man auch so einen Kampf bezahlen. Also müssen wir mal schauen, wohin die Reise geht. Alles klar. Ansonsten wegen der World Boxing Series, gibt es da was Neues? Ich gehe mal noch von aus, dass ich boxe.